Herzlich willkommen zu unserem Videokalender mit Besinnungsmomenten in der Passionszeit aus der Martin-Luther-Kirche in Böblingen. In diesen 7 Wochen der Fasten- und Passionszeit laden wir Sie zu einem Moment der Besinnung ein, musiziert und gesprochen von Mitgliedern der Martin-Luther-Kirchengemeinde. Wir sind Maite Laabs und Johannes Riedmann. Bibelworte aus Markus 14. Jesus und sein Jünger kamen zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen, während ich bete. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Plötzlich überfiel ihn Angst und Schrecken, und er sagte zu ihnen: Ich bin ganz verzweifelt, am liebsten wäre ich tot. Wartet hier und bleibt wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und bat Gott, um diese schwere Stunde zu ersparen, wenn es möglich ist. Er sagte: Aber, mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Kyrie, ein Gebet von Dorothee Sölle. Herr, wir bringen vor dich alle unsere Angst, die Angst, alt zu werden, und die Angst vor dem Tod, die Angst, allein dazustehen und die verlassen zu werden, die Angst vor den Aufgaben, denen wir nicht gewachsen sind, und die Angst davor, nicht gebraucht zu werden. Alle Ängste bringen wir zu dir, Gott, die, die wir kennen und die, die hinter den Bekannten lauern. Herr, erbarme dich. Christus, wir bringen unsere Traurigkeit zu dir, unsere müde, milde Verzweiflung über die Ausrottung unserer Geschwister, der Tiere und Pflanzen und unser kaltes Entsetzen über das Geschäft mit der Entstehung des Lebens. Nimm unsere Schwäche und unsere Angst in dein Herz. Christus, erbarme dich. Gott, du dunkler Grund allen Lebens, wir bringen uns selber vor dich, dass du uns auffängst, wenn wir fallen. Und wir wissen, dass wir nicht aus dir herausfallen können, in keinem Augenblick unseres Daseins. Herr, erbarme dich. Amen.